von Jugendlichen für Jugendliche. Unter diesem Motto läuft in Binningen seit Anfang Jahr das Jugendprojekt Midnight Sports, und zwar jeden Samstag zu oben ab der 19:30 in der Sporthalle Spiegelfeld Nord-Süd. Die Jugendlichen kommen ab der 19:30 zu oben, können sie vorbeikommen in die Turnhalle. Sie können Sport machen. Es ist ein relativ freies Programm. Also es gibt jugendliche Coaches, die vor Ort das Ganze umsetzen. Die gestalten ein Programm schon mal. Dann können die Jugendlichen kommen. Es wird zum Beispiel Fußball gespielt, es wird Unihockey gespielt, Akrobatik, Parkour, eigentlich alles Mögliche, was es eigentlich gibt in der Sportwelt. Es ist nicht einfach ein Sportverein, der jetzt am Samstag öffnet, eine offene Turnhalle, sondern es ist ein Angebot, das nicht durch Erwachsene gestaltet wird, allein, sondern Jugendliche aus der Gemeinde selber, aus Binningen, vielleicht auch Nachbargemeinde, können das Projekt mitgestalten. Wir nennen sie Junior Coaches. Die können das mitgestalten, wissen auch, was ankommt bei den Jugendlichen, gehen auf die Jugendlichen zu, fragen, hey, was habt ihr heute Lust zum Umsetzen? Und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal auf unserem Angebot. Und ich denke, das ist das, was auch uns ausmacht und wirklich, uns eigentlich so erfolgreich macht mit dem Angebot. Das Mitmachen bei Midnight Sports Binningen ist übrigens absolut gratis und es ist super angelaufen. Wir haben letzte Woche am Samstag rund 40 Jugendliche gehabt. Super Stimmung gsi, es sind sehr gut mitgemacht alle, es ist sehr viel Sport gemacht worden. Letzte Woche speziell Basketball, Fußball, Unihockey, aber auch an einer Ecke Akrobatik. Und es haben sich auch sehr viel einfach getroffen dort auf dem Chill, in der Chill-Ecke. Es gibt nämlich auch eine Chill-Ecke und einen Kiosk. Haben dort sich jetzt verpflegt, getroffen, geschwätzt. Also ist es wirklich super gelaufen. Ein paar Worte zu den Zielen von diesem Jugendprojekt. Wir arbeiten Raum für Bewegung und Begegnung für Jugendliche ab Sekundarschulalter. Das Ziel ist, sie können kommen, können sich bewegen. Es ist ein Treffpunkt. Es gibt alles Mögliche an Sport, was sie dort machen können. Sie können es mitgestalten, das Angebot. Und die Zielgruppe ist eigentlich also Kinder, Jugendliche aus dem Sekundarschul, ab Sekundarschulalter. Es können natürlich auch Ältere kommen. Leider jetzt gerade mit der aktuellen Situation ist es eher ein eingeschränkt. Also können Jugendliche kommen unter 16 und Jugendliche über 16 mit 2G-Zertifizierung. Wir hoffen, dass das natürlich sehr schnell ändert und die Situation etwas entschärft. Aktuell läuft also bis Ende März mal eine Pilotphase. Wie geht es nachher weiter? Wenn es gut ankommt oder respektive sehr erfolgreich jetzt umgesetzt wird in dieser Pilotphase, dass wir ab Herbst weiterfahren können und dass Binningen das weiterhin unterstützt. Das ganze Projekt wird unterstützt durch Binningen als Hauptpartner, aber auch Kanton Basel-Landschaft und weitere Partner wie Gesundheitsförderung Schweiz, aber auch Beisheim-Stiftung, die hier mitfinanzieren. Die Musikschule Binningen-Bottmigen hat in diesen Tagen im Kronenmatzsaal mehrmals das Tanzspektakel «Himmel und Hölle» aufgeführt. Das Tanzspektakel heisst, dass 70 Jugendliche von der Musikschule Binningen-Bottmigen zusammen auf der Bühne stehen und tanzen. Das hat eine grosse Tradition bei uns. Wir haben die Tanzabteilung schon längere Jahre und aufgebaut. Und heute oben werden sie in Genuss kommen von den Ältesten, von den Jugendlichen, die uns eine sehr berührende Tanzaufführung werden bieten. Inszeniert und choreografiert hat das Tanzspektakel mit Tanzen, Singen und Musik Tanzlehrerin Oki Degen mit ihrem Team. Gemeinde TV Binningen zeigt Impressionen von Himmel und Hölle und lässt jetzt Bilder reden. Another day over and deeper in depth. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't.